Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ja, ihr seht, ich sehe aus wie der blühende Leben. Aber nichtsdestotrotz, ich habe heute ein Päckchen bekommen. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen auspacken. Wenn ab und zu mal meine Stimme vielleicht weggeht, dann liegt es halt daran, dass ich krank bin. Erstmal euch drehen. So. Erstmal anfangen. PC Gaming Surround Headset von Turtle Beach. Coole Sache. Bei Turtle Beach wollten ja viele, dass ich mal ein Turtle Beach zeige. Ich konnte ja nie. Jetzt kann ich eigentlich euch auch mal ein Turtle Beach zeigen. Und zwar das... wo steht die genaue Bezeichnung? Arco, achso, hier oben steht es. Recon 320 ist ein PC-Mobil-Headset. Ja. Muss hier vorsichtig auspacken, ich muss das ja alles wieder so einpacken. Das muss in... Das ist, kostet, achso, der kostet 79 Euro und ist ein 7.1 Headset sogar. Ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Und ich habe es, glaube ich, achso, ist für PS4 ist es so ja auch geeignet und Xbox One. Steht jetzt hier nicht genau, aber ich habe so etwa 3 Wochen zum Testen. Müsste eigentlich hier irgendwo stehen, aber hier steht es nicht. In der E-Mail stand das, das weiß ich. Sie haben Fragen, rufen Sie uns an. Ja, hier steht es jedenfalls nicht drauf, aber normalerweise steht es drauf, aber in der E-Mail steht es ja drin, dass ich es für etwa 3 Wochen zum Testen habe. Von daher. Sieht jetzt so... Im ersten Augenblick schon mal ganz stylisch aus, weil ich sehe jetzt hier den Rand und hier vorne, also die Verpackung hier fällt mir schon mal sehr, muss ich sagen. Ich bin ja da einer, der da schon ein bisschen Wert drauf legt. Wartet mal, ich muss mal hier Licht anmachen. So. Ich bin ja schon einer, der da so ein bisschen Wert drauf legt, dass die Verpackung auch relativ gut aussieht. Und vor allen Dingen das Headset, das ist schwarz-rot. Ich finde ja diese Kombination von Schwarz-Rot finde ich ja geil. Weil hier seht ihr ja, nee, da seht ihr, Headset schwarz, das rote Turtle Beach und die Ohrmuschel auch rot. Ja, scheiße, ja. Das Licht ist echt kacke bei mir momentan. Und warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Ich werde jetzt einfach mal so machen. Ha. So könnt ihr das auch sehen. Ich bin hier nicht doof. Und hier sehen wir nochmal schwarze Headset. Oh, die Polster oben sind auch rot. Das ist rot. Hier innen drin ist auch das Turtle Beach Logo. Hier seht ihr das auch nochmal. Aber ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus. Und werfen wir mal einen kleinen Blick drauf. Wie gesagt, ist nur das Unboxing. Hardware-Video kommt danach.
Ja, haben sie das aber gut verklebt hier gerade. Achso, kann ich abziehen. So, Aufkleber konnte ich abziehen. Achso, muss ich an der Seite, muss ich auch wieder aufmachen. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich das richtig raushebe. So, da haben wir's. Eine sehr schöne Erscheinung, muss ich sagen, so auf den ersten Blick. Da ist das Mikrofon, hier ist das Headset. Und ich würde sagen, wir packen es jetzt mal weiter aus. Und danach kommt dann auch gleich das Hardware bzw. danach der Hardware-Check. Das ist ja schön biegsam und leicht. Ach so, ja, das kann ich jetzt schlecht. Das werden wir denn doch so machen müssen, dass ich den großen Karton hier stehen lasse und von so auspacke, weil hier sind viele kleine Teile drinne, die möchte ich nicht hier quer über den Tisch verteilen, nicht dass was wegkommt. Wie gesagt, ich muss das ja auch wieder wegschicken. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich packe das mal mit euch zusammen jetzt hier aus. Ich werde mal den Karton hier so runter machen. So, dann habt ihr so einen kleineren, besseren Überblick über dieses Headset. Gucken, können wir noch ein bisschen ranzoomen. Wir können natürlich nur noch ein bisschen ranzoomen. So, und als erstes hier vorne ist das Headset. Da kommen wir dann jetzt zum Schluss dazu. Wir haben einmal ein Mikrofon. Das ist auch wieder ein Biegsamet, wie jeder das eigentlich von Headsets her kennt. Ich gehe jetzt nicht genau auf die Hardware ein, das mache ich im separaten Hardware-Video. Ich will euch jetzt hier im Unboxing nur zeigen, was mit drin ist. Logischerweise das Headset, was sehr leicht ist, muss ich so sagen, das ist mir gerade eben aufgefallen. So, dann haben wir einmal ein Kabel USB zu vierpoligen 3,5 mm Klinke. Wie gesagt, genauer ausgepackt wird es im Hardware-Check oder beziehungsweise im Hardware-Video. Und hier haben wir nochmal in 3,5 mm Klinke. Seht gerade schlecht. Vierpolig zu 3,5 mm Klinke. Dreipolig. Oh, für einen Controller. Geile Sache. Für einen PlayStation-Controller. Extrem geil. Dann haben wir hier noch, Achtung, Turtle Beach. Das ist hier. Ich glaube, da guckt auch so gut wie keiner rein, Emma. In diese Anleitungshefte. Also ich gucke es mir meistens nie an, muss ich gestehen. Hier haben wir nochmal. Einmal. Was haben wir hier? Nochmal ein Turtle Beach. Oh, ein Turtle Beach Aufkleber. Wie geil ist das denn? Das finde ich geil. Und hier haben wir dann noch eine Erklärung, wie wir das Headset anschließen können. Ich werde mal den Aufkleber und den kleinen Papierkram hier wieder wegpacken. Und das werden wir uns dann im Hardware-Check bzw. im Hardware-Video genauer angucken. Ich werde jetzt alles mal hier wieder ordentlich akkurat verpacken, damit wir das Headset hier schön hinstellen können. Damit wir dann gleich
gut in das Hardware-Video starten können, würde ich sagen. So, damit würde ich jetzt das Unboxing erstmal beenden. Ihr wisst jetzt, was drin ist. Ich bin da megamäßig gespannt, das endlich mal aufsetzen zu können, weil das fässt sich echt sehr geil an. Dann würde ich das Video jetzt erstmal beenden. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt und genauer die Kabelei und die Hardware untersucht haben wollt, dann guckt bitte das Hardware-Video, was ich jetzt gleich machen werde, wo wir uns das mal ganz genau angucken werden. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.